I thought it was Linda. Warum kommst du so spät? Ich hock schon eine ganze Stunde hier. Kommt ja nicht eher weg. Hat sie dich nicht gehen lassen? Wieso? Was heißt das? Willst du nicht immer sagen, wohin du gehst? Natürlich will sie immer wissen, wo ich hingehe. Und? Hast du es ihr gesagt? Ach, Unsinn. Setz dich doch. Kann ich ein Bier bekommen? Also, was ist jetzt? Ich weiß nicht, ob es heute geht. Das habe ich mir schon gedacht. Wieso? Gestern sagt sie, sie wollte heute rüber ins Wochenendhaus. Heute sagt sie, sie weiß nicht. Woher soll ich denn wissen? Ja, ist ja gut. Sie kann sich ja noch überlegen. Dann rufe ich dich an. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da zu Hause bin. Sie sagt, sie geht. Das ist doch die Chance, sonst gibt es einfach keine. Rosa? Danke. Willst du noch was? Nee. Roswitha. Soll ich vielleicht zu Hause rumsitzen und warten, bis sie endlich weiß, was sie will? Natürlich nicht. Warum erzählt sie es mir dann? Hast du Geld? Geld? Ja, Kleingeld für einen Automaten. Telefon. Ja, ich komme ja schon. Hallo, Roswitha. Sie fährt gerade los. Ja, hinaus. Kann ich noch zu dir kommen? Ich könnte in 10 Minuten da sein. Ja, sind deine Eltern da? Ja, gut. Gut. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, guten Abend, Herr Meinecke. Sie sind das.
Land, war meine Sache. Die Nachrichten, da stören wir ja bloß, nicht? Ja, geh schon rein. Seestreitkräfte beider NATO-Länder sollen am Nachmittag vor der zyprischen Küste in der Höhe von Paphos erstmals aufeinandergeprallt sein. Komm nicht ins Zimmer. Musst du gleich mit ihm ins Bett. Die Nachrichten über das Seegefecht. Die griechischen Marineeinheiten sollen angeblich. Warum hast du meinem Vater keinen Schnaps mitgebracht? Der betrinkt sich doch gleich. Glaubst du, dass seine Aussage einen Sinn hat, wenn er betrunken ist? Was macht sie eigentlich in diesem Haus, deine Frau? Ach, was weiß ich. Ich glaube, sie hat da noch Sachen von ihrem ersten Mann. Vielleicht bleibt sie auch gar nicht lange. Komm, mach dein Licht aus. Alfred! Kannst du mich nur so erschrecken? Du willst mich umbringen. Du willst mich wirklich umbringen. Zieh doch die blöden Handschuhe aus! Handschuhe! Mach das Licht aus im Schlafzimmer. Nimm den Koffer. Geh mir voraus. Thank you.
weiter. Nach Hause? Du hast kein Zuhause mehr. Wir fahren zur Polizei. Du bist ganz dreckig. Ja. Ich weiß. Komm her. Ist aus. Ja. Wie spät ist denn? Es ist schon nach 11. Gute Nacht. Gute Nacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, die Frau heißt Martha Balke. Ihr gehört das Wochenendhaus. Aber sie wohnt in der Stadt. Was ist mit Ihrem Mann? Ja, Ihr Mann hat heute früh das Revier angerufen. Und gesagt, dass seine Frau nicht nach Hause gekommen ist. Er wartet draußen. Holen Sie mir bitte mal Herrn Balke heran. Wie geht's denn? Kannst du einigermaßen laufen? Du, das geht schon. Bedingt einsatzfähig. Ehe du dich wieder ins Auto setzt, nimmst du ein paar Flugstunden bei mir. Guten Tag. Da ist Herr Balke. Was? Sie sind der Ehemann der Toten? Ja. Ja. Sie war älter. Um wie viel älter? 15 Jahre. Wollen wir in den anderen Raum gehen? Bitte. Na, erzählen Sie mal, was Sie wissen. Ja, ich weiß nicht viel. Ich kam nach Hause gestern Abend und sie war nicht da. Mhm. Sie hat auch nicht hinterlassen, wo sie hingeht. Ja, der Wagen war auch nicht da. Ich dachte, vielleicht hat sie einen Besuch gemacht oder so, aber sie kam nicht. Und als sie dann heute Morgen noch nicht hier war, habe ich die Polizei verständigt. Und mit den Beamten sind Sie dann hier herausgefahren? Ja, mir fiel nämlich ein, dass sie vielleicht hier sein könnte. Sie wollte hier noch etwas holen. Das Haus sollte verkauft werden. Hm. Und hier fanden wir sie dann. Es ist... Stimmt, dass man sagt, sie
Sie sei erwürgt worden? Hm? Stimmt das? Ja, ja. Sie waren also gestern Abend nicht zu Hause? Nein. Ich habe einen Besuch gemacht, so bis 11:30. Wo waren Sie denn? Bei Bekannten am Ostbahnhof. Wann sind Sie aus dem Haus gegangen? Kurz vor 8. Ihre Frau ist zu Hause geblieben? Ja. Warum ist sie denn nicht mitgegangen? Sie sagte, sie sei müde. Ja. Und dann ist sie doch noch ausgegangen? Leider. Ja. Als Sie heute früh mit den Polizisten hier ankamen, war das Schloss da? War das schon aufgebrochen? Ja, ja, ich sagte gleich, Herrgott, da ist ja das Schloss aufgebrochen. Könnte es Ihre Frau gewesen sein? Meine Frau, wieso? Die hat doch den Schlüssel. Nein, nein, das war ein Einbrecher. Hier ist schon zweimal eingebrochen worden. Ja, das ist ja doch schon sehr merkwürdig. Merkwürdig? Wieso? Was merkwürdig? Na, entschuldigen Sie mal, Ihre Frau kommt hier an mit einem leeren Koffer und sieht das aufgebrochene Schloss? Ja. Ich meine, da lässt sie nicht alles liegen und stehen und ruft die Polizei oder was? Naja, es... Vielleicht war der Einbrecher schon vorher da, nicht? Und sie hat ihn dann überrascht und der hat dann... Nein. Vielleicht hat der aus... vor Angst oder... dass ich schreien könnte, also... Wer ist das? Das ist Ihr erster Mann. Schon nachgesehen, was fehlt? Nein, ich... Der Polizist sagte, man dürfe nichts anrühren. Tun Sie es jetzt. Naja, ich weiß ja nicht... Ich weiß ja nicht, was hier war. Wie lange waren Sie denn verheiratet? Ein halbes Jahr, aber ich war nie hier. Nur ganz selten. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Ja, sieht so aus. Ich brauche Sie im Moment nicht mehr. Vielen Dank. So, lass dir mal die Adresse von den Leuten am Ostbahnhof geben. Hallo, Herr Heine. Können Sie mir mal Fräulein Meinecke an den Apparat rufen? Ja, danke schön. Danke. Hallo? Hallo, Roswitha. Ich bin zu Hause. Ich wollte dir nur sagen, ist alles in Ordnung. Was? Die Polizei ist bei uns. Was? Ja, die Polizei ist bei uns oben. Polizei? Ja, sie fragen, wann du da warst und wann du gegangen bist. Ich rufe dich später an. Okay. Wiedersehen und vielen Dank. Bitte. Ja. Wann ist er gegangen? Wie spät war es denn, Hanna? Das Fernsehen war gerade aus. Ja, wann haben Sie denn Schluss gemacht gestern? Wo ist denn das Programm? Hast du das Fernsehprogramm? Was willst du denn damit? Wann Schluss war gestern? Wann er gegangen ist, der Balke? 11:30 war es. Und er war die ganze Zeit hier, ja? Ja, das war er. Hier im Zimmer? Hier im Zimmer. Der hat doch mit uns nichts im Sinn. Bei ihr war er, da drin. Wir sind für den uninteressant. Ach, halt doch den Mund. Ach, sag ich was Falsches? Kann man da mal rein? Bitte. Ja.
Sie sind mit Herrn Balke befreundet, nicht wahr? Klar. Wie denn? Ja, wie schon. Sie wissen, dass Herr Balke verheiratet war. Na und? Ist doch seine Sache, oder? Hat er mit Ihnen über seine Frau gesprochen? Schon. Es war doch keine gute Ehe. Ich hör mal, Ehe. Die hätte doch seine Mutter sein können. Das hat er vorher gewusst. Herr Meinecke, Herr Balke war also gestern Abend die ganze Zeit hier. Ja, hier im Zimmer. Nicht mal weggegangen, dann wiedergekommen? Das hätten wir doch gemerkt. Wenn Sie also vor Gericht gefragt würden... Ja, ich? Dann würden Sie also sagen, dass Herr Balke gestern Abend zwischen 20 und 23.30 Uhr hier in der Wohnung war? Ja. Ja, das müsste ich ja wohl. Guten Tag. Kommen Sie rein, bitte. Guten Tag, danke. Ich habe schon gehört, dass Sie sich erkundigt haben, ob ich gestern Abend wirklich bei meiniges war. Wundert Sie das? Na ja, eigentlich schon. Es hört sich ja so an, als sei ich im Verdacht, meine Frau umgebracht zu haben. Ja, das sind Sie. Was sagen Sie? Wir können jedenfalls die Möglichkeit nicht ausschließen. Wollen Sie was trinken? Nein. Ja, das ist schon hübsch hier. Viel Platz, was? Ja, 5 Zimmer. 5 Zimmer? Oh. Ist eine große Wohnung. Und eine gute Gegend. Sicher die Miete dementsprechend, nicht? Miete? Wieso Miete? Das Haus gehört meiner Frau. Es sind 6 Wohnungen hier im Haus. Das hier ist allerdings die größte. Eigentum Ihrer Frau. Na ja, jetzt ist ja Ihr Eigentum. Ne? Sie sind doch sicher der Erbe. Haben Sie das Testament schon gefunden oder ist es beim Notar hinterlegt? Nein, nein, es war hier. Ja. Wo war es denn? Es da in der Schublade. Es ist Sekretär hier. Sie haben das Schloss aufgebrochen, ne? Ja, sie hatte nämlich den Schlüssel, der war in ihrer Handtasche. Und die hat man Ihnen noch nicht zurückgegeben? Nein. Na, sie hatten es eilig. Ja. Und? Was? Sind Sie der Erbe? Ja. Ja? Na, dann geben Sie uns doch was zu trinken. Haben Sie Bier im Haus? Bier, ja, sofort. Und dann erzähle ich Ihnen, wie wir auf den Gedanken kamen, dass Sie der Mörder sein könnten. Na ja, also nehmen Sie Platz. Nicht schlecht für einen alleinstehenden Witwer mit eigenem Mietshaus. Aber besonders klug ist er nicht. Nein, und schwache Nerven hat er auch. Aber ein einwandfreies Alibi. Oder meinst du, die Meinekes haben da... Nein, das ist schon in Ordnung. Ich frage mich bloß, wie er sie reingelegt hat. Das ist ein alter Hut. Ist nicht das erste Mal, dass einer damit durchkommt. Aber nicht auf diese miese Tour, das fresse ich nicht. Ich weiß gar nichts über Ihr Verhältnis zu Ihrer Frau, zu Ihrer verstorbenen Frau. Noch nicht. War es eigentlich eine Liebesheirat? Sie hätten Ihre Frau ja aus anderen Gründen heiraten können, der rein praktischen Vorteile wegen. Die Ansicht ist ja nicht so abwegig. Man weiß, dass Sie einen Junge geliebt haben. Ne? Also, warum sollten Sie nicht auf den Gedanken gekommen sein, dass Sie Ihre Frau loswerden können, ohne die Vorteile zu verlieren, die diese Ehe für Sie hatte? Ja, wieso denn? Sie wissen doch, wo ich gestern Abend war. Ja, ja, ist ja gut. Man hat uns ja gesagt, dass Sie da waren. Sie haben ein Alibi. Ja, also. Also, was wollen Sie da noch von mir? Reden. Ein bisschen mit Ihnen reden, Herr Balke. Ja. Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt, Herr Balke? Sie hatte eine Drogerie, das heißt, ihr Mann hatte sie. Und ich habe da gearbeitet. Und als ihr Mann dann gestorben ist, das war so vor 2 Jahren, da, naja, wurden wir näher bekannt und dann haben wir schließlich geheiratet. Und die Drogerie? Die haben wir verkauft. Warum haben Sie die verkauft? Ich kann's doch nicht. Ich hab's doch nicht gelernt. Man kann doch nicht so einfach eine Drogerie führen. Ja, aber Sie haben doch da gearbeitet, nicht? Fahrer war ich. Lieferwagen habe ich gefahren. Kundendienst und so. Und nach dem Verkauf, was haben Sie da gemacht? Ja, wieso denn? Wir hatten ja Geld. Kannten Sie diese Roswitha Meinecke schon vor Ihrer Eheschließung? Nein, nein, nein. Die habe ich erst vor 2 oder 3 Monaten kennengelernt. Wusste Ihre Frau davon?
Das weiß ich doch nicht. Sie haben sie nicht erzählt? Na, natürlich nicht. Na, werden Sie das tun? Hat Ihre Frau Verwandte? Na, Schwester, Kinder? Nein, sie hat niemanden. Eine Schwester aber, die lebt in Amerika. Mhm. Ja. Danke fürs Bier. Aber Sie haben doch gar nicht... Sie haben doch gar nicht... Also, was passiert jetzt? Nichts. Nichts weiter. Sie werden Ihre Frau begraben müssen, wenn die Leiche freigegeben ist. Ja. Ja. Danke. Hm? Du, danke, hat er gesagt. Tja. Ja? Roswitha, du, ist alles in Ordnung. Pack deine Sachen. Pack deine Sachen und komm her. Komm her. Ja? Ja, schicken Sie sie herauf. Wir kriegen Besuch. Frau Jensen ist unten. Frau Jensen? Die Schwester von Frau Balke. Sie ist aus Amerika gekommen. Was wissen Sie sagen? Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Mörder noch frei herumläuft. Was sonst? Ja, bitte? Guten Tag. Mein Name ist Jensen. Johanna Jensen. Guten Tag, Frau Jensen. Kommen Sie doch bitte herein. Ja, wir sind ziemlich verblüfft, wie Sie sehen. Wir haben Ihre Schwester... Nun, ich meine, sie war schon tot, als wir sie sahen, aber es war gerade, als kämen Sie zur Tür herein. Ich wollte, Sie könnte es. Ja, es ist eine tragische Geschichte. Bitte. Ich bin leider zu spät zur Beerdigung gekommen. Mein Schwager hat mich nicht rechtzeitig benachrichtigt. Ihr Schwager hat Sie nicht benachrichtigt. Wir haben es getan. Aha. Sie kennen Ihren Schwager nicht? Nein, wir haben uns nie gesehen. Aber ich weiß einiges über ihn. Meine Schwester hat mir oft geschrieben. Hat er sie umgebracht? Wie kommen Sie darauf? Meine Schwester hat diesen Mann geliebt, aber seit ungefähr 3 Monaten wusste sie, dass sie einen furchtbaren Fehler begangen hat. Sie hat es mir geschrieben. Hier, in ihrem letzten Brief. Da. Wo ist meine Brille? Mein Gefühl hat mich betrogen. Er hat keinen Charakter, keinen moralischen Halt. Er ist immer nur an einer einzigen Sache interessiert gewesen, an meinem Geld. Und ich fürchte, ich muss mich auf Schlimmes gefasst machen. Wo war er, als ich starb? Er hat ein Alibi. Er war bei seiner Freundin. Er schlief mit ihr. Ein junges Mädchen? Ja, ja, sehr jung. Sie ist zu ihm gezogen. Zu ihm gezogen? Bevor meine Schwester noch begraben war? Ja. Was ist Ihre Ansicht über diesen Fall? Um ehrlich zu sein, wir kommen nicht weiter. Vielleicht ist er der Mörder, aber wir können es nicht beweisen. Wir versuchen alles, um neue Fakten zu bekommen. Gut, gut. Also ich bleibe hier, bis Sie sie haben. Haben Sie schon ein Hotelzimmer? Nein, ich bin vom Flughafen direkt hierher gekommen. Frau Jensen, Ihre Ähnlichkeit mit Ihrer Schwester hat mich auf einen etwas abenteuerlichen Gedanken gebracht. Kennen Sie die Wohnung Ihres Schwagers? Ich bin ja dort aufgewachsen. Es war doch die Wohnung unserer Eltern. Dann sind Sie doch zu Hause, nicht? Ja. Ach, Sie meinen, ja, was versprechen Sie sich davon? Glauben Sie, dass ich dort etwas für Sie herausfinden kann? Es ist ein Versuch. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir Sie hinbringen? Im Gegenteil, ich würde Sie darum bitten. Also gut. Wie benimmt sich ein Mörder, wenn es an der Tür klingelt und der Ermordete steht da? Ach so. Gut. Ach, das ist noch eine Kleinigkeit. Ich habe hier ein paar Fotos von Ihrer Schwester. Sie sind am Tatort aufgenommen. Ich zeige sie Ihnen nur sehr ungern. Es tut mir leid, aber...
Sehen Sie, Ihre Schwester trug die Haare etwas anders als Sie. Bisschen kürzer, etwas heller. Oh Gott. Glauben Sie, dass da was zu machen ist? Ja, natürlich. Ja. Ja, da lässt sich schon was machen. Ich hab dir doch einen Schlüssel mitgegeben. Guten Tag. Gehen Sie ruhig rein. Alfred? Martha. Ich bin Marthas Schwester, Johanna. Bin gerade angekommen. Aber Martha ist schon beerdigt, wie ich höre. Ich hatte ganz vergessen, dass sie eine Schwester hat. Ich dachte, da kommt sie selber rein. Herr Gott, habe ich einen Schrecken gekriegt. Haben Sie? Warum hast du mich nicht verständigt? Ich habe in der Aufregung nicht die Adresse gefunden. Und dann konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass überhaupt jemand herüberkommt. Aus Amerika. Nicht zum Begräbnis meiner Schwester? Wir haben Frau Jensen benachrichtigt. Ja. Sie wurde gestern beerdigt. In aller Stille. Es waren nicht viele Leute da. Aber du warst da. Ja, natürlich. Am Anfang. Es war ein sehr eiliges Begräbnis. Wir sind auch alles so überstürzt gekommen. Wo können Sie Frau Jensen unterbringen? Sie wollen hier bleiben? Hier in meiner Wohnung? Ich bin deine Schwägerin. Das hier ist das Haus meiner Eltern. Sie haben das Paket mit den Sachen Ihrer Frau erhalten, nicht wahr? Ja, ich habe es unterschrieben. Es liegt in Ihrem Zimmer. Dann kann ich ja gehen. Also guten Abend. Guten Abend. Alles Gute. Na, wie war's? Wie im Kientop, hat ihn beinahe umgehauen. Hast du im Haus was erfahren? Nee, nichts. Du sagst, sind die Sachen von der Toten schon abgegeben worden? Ja, sie meint, dass sie was damit anfangen kann. Die Frau informiert mir. Die Wieso haben die das Material schon freigegeben? Haben sie ja gar nicht. Habe ich auf meine Kappe genommen. Gibst du mir auch etwas zu trinken? Ich habe ein Kleid von Martha angezogen. Ich habe hier noch einen Handkoffer mitgebracht.
Ihre Sachen passen mir. Hätte ich es nicht anziehen sollen? Ja, aber warum denn nicht? Wieso denn? Weiß. Bitte. Einfach unfassbar, die Vorstellung, jemanden durch Mord zu verlieren. Ja. Wie ist das passiert? Wie es passiert ist? Tja. Hat Ihnen die hatte die Polizei nicht gesagt, wie es passiert ist? Ich möchte es von dir hören. Warum? Also, sie wollte das Weekendhaus verkaufen und dann ist sie abends hingegangen. Was wollte sie eigentlich da? Ja, ihre Sachen wegholen. Bücher, Briefe, Bilder, so. Weiß nicht, was alles. Ja. Müssen wir darüber reden? Quält dich das? Ja, natürlich. Natürlich quält mich das. Mich auch. Und dann hat ihr jemand die Hände um den Hals gelegt und hat zugedrückt. Hat sich gewehrt? Das weiß ich doch nicht. Sie hat sich sicher gewehrt. Da bin ich ganz sicher. Aber ihre Kraft hat eben nicht ausgereicht gegen einen Mann, der jünger war als sie und stärker. Was das für ein Gefühl sein muss. Plötzlich zu begreifen, dass man getötet werden soll. Du kannst nicht drüber sprechen, was? Du bist ja ganz nass von Schweiß. Ja, das ist... Das ist ja auch scheißlich. Du bist leicht aus der Fassung zu bringen. Wieso? Das hat mir Martha geschrieben. Martha? Ja. Sie hat dich beschrieben in ihren Briefen. Hier, da steht's, warte mal, gleich vorne an. Er ist leicht aus der Fassung zu bringen. Er ist ungefestigt, er hat keinen Mittelpunkt, keinen Schwerpunkt, aber ich liebe ihn. Hat sie das geschrieben? Hier steht's. Und ich versuche ihm etwas zu geben, was er noch nie gehabt hat. Ruhe, denn er ist voller Unruhe. Du, also da hat sie recht. Wenn ich dich so ansehe, dann spüre ich diese Unruhe. Warum bist du nicht mitgegangen ins Weekendhaus? Sie wollte es nicht. Sie wollte allein sein. Das war sie ja dann auch. Das heißt, nein, der Mörder war ja bei ihr. Ja. Was wohl in so einem Menschen vor sich gegangen sein muss? Tötet eine Frau, die einen Koffer packt, raubt nichts. Was ist in diesem Menschen vorgegangen, frage ich mich. Was meinst du? Was soll ich meinen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wo warst du, als sie starb? Ich war... Steht das nicht auch im Protokoll? Da steht, du hast deine Freundin besucht. Ist das die, deren Kleider in Marthas Schrank hängen? Kleider? Was denn für Kleider? Ja, Kleider, die Martha bestimmt nicht passen, so wie sie heute junge Mädchen tragen. Wohnt sie denn jetzt hier, das Mädchen, dem diese Kleider passen? Wohnt hier, hier wohnt niemand. Ja, er hat nicht gelernt, mit der Wahrheit umzugehen. Schlecht ist er nicht, aber um die Wahrheit wird er immer einen großen Bogen schlagen. So ähnlich
hat sie mir geschrieben. Ja, hier. Armes Kind, denke ich manchmal. Es hat sich eben niemand um ihn gekümmert. Tja. Wie lange willst du noch hier bleiben? Das wird von dir abhängen. Wieso von mir? Ob du mir hilfst. Ich hätte gerne gewusst, wer Martha umgebracht hat. Das will ich abwarten. Aber sie haben doch keine Spur. Du warst doch auf der Polizei. Die müssen dir doch gesagt haben, dass sie keine Spur haben. Ja, das haben sie gesagt. Es war ein Einbrecher. Im letzten halben Jahr ist dort zweimal eingebrochen worden. Ich habe das auch zu Protokoll gegeben. Ich hab's gelesen. Zweimal. Sie haben alles durchwühlt, die Schranke aufgerissen, die Schubladen, alles lag auf dem Boden. Beinahe so wie jetzt, ne? Ja, genau so. Ich brauche noch was zu trinken. Und du auch. Los. Na? Martha hat nichts getrunken, ne? Nein. Das hier, das ist alles für dich. Er trinkt, hat sie mir geschrieben. Leider. Manchmal betrinkt er sich auch. Kannst ihm nicht abgewöhnen. Ja, vielleicht brauchst du es, weil du sonst keine Hilfe hast. Na, trink schon aus. Fahrer warst du, hm? Ist den Lieferwagen gefahren, höre ich. Was fand sie nur an dir? Was mochte sie? Hat sie dir nicht gesagt, was sie an dir mochte? Frag dich was. Ja, was soll ich da sagen? Warum gerade du? Darüber muss sie doch mit dir geredet haben. Wie kam sie auf dich? Wie ist das passiert zwischen euch? Weißt du es nicht? Nein. Ich weiß es. Ich werde es dir vorlesen. Hier. Ich habe einen jungen Menschen gefunden, der mir leid tat, weil ich alle Zeichen der Hilflosigkeit an ihm sah. Ich kann dir nicht beschreiben, wie mir zumute war, als er mich zum ersten Mal umarmte. Nachts. Zum ersten Mal. Und dann unerwartet zu weinen anfing. Es gab gar keine Erklärung für dieses Weinen. Erinnerst du dich daran? Ich weiß nicht. So, du weißt nicht, hm? Ja, wer viel Fantasie hat, der hat ein schlechtes Gedächtnis. Bei dem geht alles durcheinander. Mord und Gefühl und Mord. Verstehe den Schweiß ab. Hau ab, ihre Schwester ist da. Wer ist da? Du hörst doch, was ich sage. Ihre Schwester aus Amerika ist da. Was ist los? Kommen Sie rein. Sie wollen Ihre Kleider holen. Soll Ihre Sachen packen und verschwinden. Komm schon. Sieht ja genauso aus. Mhm. Hast du gewusst, dass die genauso aussieht? Ich wusste es nicht. Wirklich, ich wusste es nicht. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Also mach schon. Was will die denn hier? Die von der Polizei haben sie hergebracht. Was wird die schon wollen? Die will von mir was rauskriegen. Aber da kann sie lang warten. Du haust erst einmal ab, bis die wieder verschwindet. Die verschwindet doch wieder. Na komm schon, mach doch. Komm, sie ist da drin. Ich bring dich jetzt zu dir nach Hause.
Die werde ich auch noch los. Du wirst schon sehen, wie ich die noch loswerde. Dann kommen Sie an den Tisch. Nichts zu trinken, bitte. Ich habe schon zu viel getrunken. Ich musste doch mit ihm trinken. Also, ich habe ihn an den Rand des heulenden Elends gebracht. Nicht weiter. Aber für mich braucht er kein Geständnis abzulegen. Er war es. Ich weiß es, dass es war. Hat er gemerkt, dass Sie ihn für schuldig halten? Ja. Aber er hat kaum gesprochen. Er hat sich immer nur den Schweiß von der Stirn gewischt. Wie konnte sie nur so einen Menschen lieben? Das ist doch ein Stück. Das ist ein Stück. Hat er sie gefragt, wohin sie gehen? Nein, er ist vor mir weggegangen. Das Mädchen ist gekommen. Ich habe sie rausgeworfen und dann ist er mit ihr weggefahren. In seinem Wagen? Nein, sind sie in ein Taxi gestiegen. Harry, wir brauchen den Wagen sofort. Ich kümmere mich. Möchte es auch gehen? Ich muss mir ein Zimmer in einem Hotel suchen. Noch nicht, Frau Jensen. Ich weiß, es ist schwer für Sie, aber wir können nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Was kann denn noch geschehen? Was erwarten Sie denn noch? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Vorstellung. Ich habe auch keine Erwartungen, aber ich gebe nicht auf. Aber ich gebe auf. Das dürfen Sie unter gar keinen Umständen. Nicht jetzt, Frau Jensen, nicht in diesem Augenblick. Der Junge kann nicht mehr. Ich schwör's Ihnen. Er hält nicht durch. Ich werde Ihnen sagen, was wir jetzt tun. Harry! Gehen Sie nur durch. Du bist da drin. Danke. Guten Abend. Was ist denn? Kriminalpolizei, schließen Sie bitte auf. So, warten Sie doch. Einen Moment. Ja, schön, aber ein bisschen rasch, bitte. Kommen Sie ihn jetzt holen? Wird sich zeigen. Na, unsere Tochter hat nichts damit zu tun. Dafür lege ich die Hand ins Feuer. Na ja, dann passiert ihr ja auch nichts. Guten Abend. Was wollen Sie denn auch? Einfach so reinkommen? Machen wir erstmal Licht. Ich muss Sie leider bitten, mit mir zu kommen. Wieso? Haben Sie einen Haftbefehl? Nein, wir brauchen noch eine Auskunft, dann können Sie wieder gehen. Machen Sie sich fertig. Sie werden vor Gericht gefragt werden, ob Herr Balke an dem fraglichen Abend die ganze Zeit bei Ihnen war. Haben Sie sich die Antwort auf diese Frage schon überlegt? Und was soll sie da noch überlegen? Sie hat doch alles gesagt. Natürlich war er hier. Vielleicht wissen Sie das nicht mehr so genau. Würden Sie es beeiden? Schon so fragen? Ja, und wie soll ich hier rausgekommen sein? Ihre Eltern waren doch auch noch da. Gehen wir. Guten Abend. Ja. Kommen Sie. Wohin denn? Was wollen wir hier? Warum steht dieser Wagen hier? Nur weiter.
Gehen Sie rein, sehen Sie nach. Die Tür ist offen. Nur Mut! So hat es hier ausgesehen, als Sie hereinkamen. Sie wussten, dass Ihre Frau im Wochenendhaus war. Sie gingen über die Veranda, Sie kamen herein, Ihre Frau wandte sich Ihnen zu. Und dann? War sie sehr erschrocken? Sie wusste doch, dass sie Angst vor Ihnen haben musste. Geben Sie es zu, geben Sie es endlich zu, dass Sie Ihre Frau umgebracht haben, dass Sie hier in diesem Raum Ihre Hände um den Hals gelegt und ihr die Kehle so lange zugedrückt haben, bis sie tot war. So war es doch! Nein, 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 so war es nicht, so war es nicht, so war das nicht. So war es! So war es, genau so! Nein. Dann sagen Sie uns, wie es war. Wie war es denn? Ich hab's nicht getan. Ich war das nicht. Ich hab das nicht getan. Ich hab's nicht getan. Ich war's nicht. Ich hab's nicht getan. Entschuldigen Sie, ich kann nicht mehr. Entschuldigen Sie. Haben Sie sich eigentlich davon versprochen? Ein Geständnis? Warum nicht? So hart ist der Bursche nicht. Im Gegenteil, er ist zu weich. Bitte. Dankeschön. Er hat einfach kein Bewusstsein für seine Schuld, weil er es einfach nicht wahrhaben will. Ich musste es versuchen, Harry. Ja, sicher. Bringen Sie mich jetzt bitte in ein Hotel. Nein. In die Wohnung. Ja, aber das ist jetzt nicht ohne Gefahr für Sie, das wissen Sie. Ich weiß. Na gut, ich bin in meinem Wagen, ich bin in Ihrer Nähe. Sie haben meine Nummer, ja? Lassen Sie es einmal durchläuten, ich weiß sofort Bescheid. Ich bin jetzt hier.
Ich? Ich habe es getan. Ich weiß. Ich habe es getan. Ich weiß. Ich habe sie umgebracht. Ich habe es getan. Ich habe es getan. Ich habe sie umgebracht. Ich habe es getan. Ich habe es getan.